So, willkommen zurück zu Modern Warfare 3. So, wir spielen jetzt anscheinend den Herrn Burns. Haben wir vorher noch nicht gespielt, also sind wir wahrscheinlich ein neuer Charakter. Gucken wir mal, wo wir jetzt hier eingesetzt werden. London, habe ich gehört? The French just intercepted a message concerning a suspicious shipment headed for British soil. Have we identified the vessel? No, sir. The call came from a number on the watch list for Fragata Industries. Wake up MI5 and notify them that we have an imminent threat. Gentlemen, what do we know? Nothing solid. Special branches sweeping up known persons of interest, but we advise tasking SAS to investigate Tier 1 threats. Patch me through to Hereford. Ma'am, I understand we have unknown hostiles expecting a package. MI5 has identified several possible points of entry. Be advised, the nature of the cargo is currently unknown. Roger. My team is making ready. We'll be on plot within the hour. Don't worry, ma'am. Whatever they're up to, we'll put a stop to it. So, habt ihr das verstanden? War jetzt in Englisch, aber ich meine, viele von euch, denke ich mal, sprechen auch gut Englisch. Also, es geht jetzt darum, dass irgendein Schiff hier angekommen ist mit einer Fracht, die halt nicht identifiziert werden konnte und vielleicht was Böses beinhaltet. Und da hat uns der britische Geheimdienst, quasi MI5, ja, nicht MI6, MI5, im Endeffekt vorgewarnt. Und wir werden jetzt hier mal gucken, ob wir dieses Schiff aufbringen können, beziehungsweise die Fracht des Schiffes. Und ich glaube, wir sehen auch gerade die Fracht des Schiffes, die jetzt in LKWs verladen wurde. Gucken, was unsere Mission ist, ob wir jetzt die Autos aufhalten sollen oder ob wir jetzt hier in das Lagerhaus einbrechen sollen. Weil wir so oft, so lange hier mit der Kamera auf das Lagerhaus draufhalten und die ganzen Ziele quasi markieren, dass wir eher dann das Lagerhaus jetzt hier stürmen werden. Ah, da sind wir schon. So, Sergeant Burns. So, wir haben hier eine schalldämpfte Knarre hier, zwei sogar. Ah, komm, wir nehmen mal mit der Pistole ein bisschen vor hier, ein bisschen MI6-mäßig. Da ist einer. Ups. Okay, zwei sind hier drin, die irgendwie schlafen wohl. Eieiei, ich dachte, er kümmert sich darum. Oh, warte mal. P90 Suppressed. Ich finde die Pistole eigentlich ziemlich geil. Damit komme ich sowieso nicht klar mit dem komischen Sight. Holen wir uns mal lieber die P90. Ich geh! Easy! Aber nur die Hälfte der Schüsse daneben geballert. Okay, jetzt haben wir wieder Munition bekommen, das ist schon mal nicht so schlecht. Da wäre wahrscheinlich noch so eine Art Laptop hier, ne? Komm, aber die interessieren uns ja nicht. Komm, mach auf das Ding. Schleichen hier, Jungs. Bisschen schleichen. Hier sollen sie... Oh! Hast du den? Gut. Hier ist das Männerklo. Müssen wir eigentlich mal... Muss jemand von euch? Dann jetzt, ne? Ey, die machen ja alles alleine. Ich muss ja gar nichts machen hier. Was ist denn da los? Was tut denn hier? Wer spielt denn hier den wen? Boah, sieht aber aus dem letzten Jahrhundert, Freunde. wo geht's weiter? Ey, sag ja, wir müssen hier überhaupt nichts machen bis jetzt. Was ist denn da los? Oh, jetzt nur. Von mir raus. Ah, rutschi, rutschi. Jetzt ist los hier, Freunde. Erstmal decken und suchen. Gott! Weiß nicht, auf Distanz ist die P90 natürlich der totale Shot. Shot. Deswegen laufen wir jetzt mal ein bisschen in den Nahkampf hier. Ist da jemand? Ich treffe damit nichts, Jungs. Komm, wisst ihr was? Wir haben nur die Pistole. Jetzt ist es, Freunde. Scheiße, das ist ja noch beschissener. Okay, ich wechsle mal die Seiten. Ah! Hey, kann man hier hoch? Nice! Kann man da hoch? Nee. Shit. Bisschen klettern hier.
Was ist denn da los? Geht immer hier rüber? Und wie immer, Freunde, flankieren als das Zauberwort. Das Auto können wir mal hochjagen, bevor wir da vorbeigehen und es dann hochgeht. Ah, und hier ist schon mal der erste Lastwagen, beziehungsweise die fünf sind ja eigentlich weg. Das ist quasi der übrig geblieben ist. Und nichts drin. Geil. Oh, wir kriegen Besuch, Jungs, wir kriegen Besuch. Ist das unser Heli? Ja. So, wir müssen mal hier hoch, machen wir hier hoch. Ach du Scheinpflaster. Komm, wir haben Granaten. Eine ist raus. Ich muss aber auf dem Weg stehen. Stopp. Wir laufen mal in die Häuser rein. Ist hier irgendwas? Hier ist nichts. Haus ist gesichert, Freunde. Ich sehe gar nichts. Boah, ich sehe gar nichts, Freunde. Was ist denn da los? Weg! Boah, ich spray einfach jetzt hier rein. Und wie gesagt, ich sehe nichts. Haben wir mal ein Red Dot Light oder sowas für mich? Für einen alten Opa hier, der kann sonst nichts. Holographic. Na komm, nimm mal Holographic. Und wir sind irgendwie ran. Boah, Alter, es ist dunkel. Ups! Hört auf, Granaten auf mich zu werfen. Ihr Säcke. Das ist das Typische, wenn ich sterbe in Modern Warfare. Eigentlich egal in welchem Spiel im Grunde genommen. In welchem Teil der Reihe. Scheiß Granaten von der KI, Mann. Echt nicht schlecht geworfen. Ich sehe wieder nichts. Ich muss näher ran, Freunde. Der Opa hat die Brille nicht auf. Im Einsatz. Hier ist kein Arsch. Da sind die Leute gewesen. Tag. Tag. Boah, sind ja so viele. Reicht ja meine Munition dann nicht mehr aus hier. Hier, komm. Bis mal zwei Granaten. Ja, oder der Heli macht es halt, ne? Also ihr seht schon, meisten Missionen fangen irgendwie Stealth an. Und bleiben dann aber nicht Stealth. Ach, scheiße, die sind da drüben. Ist hier noch irgendwas? Was war das für eine... P90 normal? Ne, P90 normal brauche ich nicht. So, wieder drei weg. Können wir ja nicht rüber gucken, ne? Jo, Jungs, so straight mal. Waren es, glaube ich, vier Leute, oder? Nice. So, wieder in die Decke und gehen uns. Darf ich mal irgendwann den Kopf? Okay. Nachladen, nachladen. Granate irgendwas angerichtet? Wie gesagt, Jungs, also P90 ist für die Mission eigentlich totaler Rotz. Ja, den Anfang hätte damit halt mal schön mit der Pistole machen können, haben wir ja eigentlich auch versucht. Aber dann kannst du ja eigentlich mit dem Sturmgewehr mehr abgehen. War's das? Ja, ha! Da! Endlich! Am Ende der Mission oder was? P90 mit Red Dot Light. Nimm mal, Freunde. Oh, hinter uns ist die Granate. Jetzt sollen wir hier anscheinend rein. Ich glaube, wir verfolgen hier gerade irgendwas. Ich weiß noch nicht genau was. Wir verfolgen jetzt eine U-Bahn. Wirklich? Nee, ein Auto. Nee, ist unser Auto. Okay, und wir sind also wieder hier. Wir haben keine andere Waffe als die P90. Und was haben wir noch? Ah ja, die Pistole. Das wird's bringen. Oh. Und die Jungs wollen in der U-Bahn quasi entkommen. Das ist ja auch mal geil. Junge, aber wenn du den Auto nicht stillhältst, dann kann ich für nichts garantieren. Jetzt schlagen wir uns, glaube ich, ganz gut. Boah, Alter. Jetzt fahren wir wirklich mit so ein paar Kickers quasi neben der U-Bahn her. Darauf kann auch wieder nur Infinity Ward kommen auf eine Mission. Und dann halt den Auto still. Ich treff sonst nichts. Oh, da, glaube ich, soll ich nicht reinschneiden. Jungs, Entdeckung, bitte Entdeckung gehen.
Stark. Oh, wieder zwei erwischt. Nice. Machen die vor uns eigentlich auch was? Da ist ein Zug, da ist ein Zug, da ist ein Zug! Einfach mit der P90 aus der Hüfte. Könnt ihr quasi da nicht verfehlen. So, wieder nachladen. Ich sehe gar nicht. Da ist noch einer. Jetzt. Da ist noch einer. Da hinten war noch irgendwo einer. Jetzt haben wir aber alle, oder? Oh, oh, ich glaube, hat. Oh, 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 oh. Du, ihr bremst! Bremsen! Jawohl! Sehr geile Action, finde ich. Und wir müssen uns natürlich auch überschlagen. Natürlich! Wir leben noch, Jungs. Wir leben noch. Auf. Saving, auch geil. Steh auf. Komm. Bravo 6, come in. Bravo 6, do you copy? Burns. You alright? Naja, Mates, tut man. Bravo 6, what's your status? The train's done in Westminster. Irgendwo im Westminster Underground hier. So nahe der Oberstadt, so Westminster wahrscheinlich. Das wäre hier Chaos wieder angerichtet. So, wir gucken mal, was war eigentlich in dem Zug hier drin? Außer jetzt ein paar Terroristen. Oh! Okay, und die Mission geht anscheinend noch weiter. Klar. Das ist so eine typische P90-Mission. Was macht er nicht? Wer ist denn hier mit uns schon wieder unterwegs? Der Sergeant Volcroft. Junge, ich hab nicht Munition für alle. Shit. Shit. Ich krieg den Kopf nochmal raus. Scheiße. Unbedingt der Waffe, Freunde. Ja, oder wir laden erstmal ewig nach. Lebt der noch? Nee, das war ein anderer. Ich wollte schon sagen, weil er lag ja schon so tot auf dem Boden. KI trifft wieder nichts. Das ist sehr, sehr beruhigend im Grunde genommen, ne? Kann man nämlich mal ein bisschen schneller vorangehen. Also ich wollte gerade die Beine wegziehen. Scheiße. Nicht ganz funktioniert. Alles gut, Junge, alle gut. Ach du Heiliger. Aber wir haben Granaten, Jungs. Wir haben Granaten. Warte. Zack. 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 Wenn die Waffe nicht mehr ausreicht, Jungs, dann muss man das Messer nehmen. Würde eigentlich sagen, muss man Granaten werfen, aber hat gerade gut gepasst. Ist noch jemand? Die waren oben auf jeden Fall. Ja, Munition für mich. Oh, oh. So. Hoch, Junge. Warcraft, komm mit. Komm mit. Oh, 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 oh. Und wieder runter. So, jetzt haben wir noch eine Granate. Das wäre ultra wichtig. Hier haben wir noch. Warum sind die nicht geflasht? So, ist dahinter noch, hinter dem Kiosk-Stand was? Jetzt ist auf jeden Fall niemand mehr da. Nice. Weiter geht's, Freunde. Oh. Easy. Easy. Und ich glaube, wir sind eigentlich immer auf diesen LKWs auf der Spur, nur dass wir irgendwie eine andere Variante genommen haben hier. Quasi durch die U-Bahn.
Ah, okay, okay, okay. Das ist ein Gegner, ne? Der hätte doch locker schießen können! Alter Schwede, Mann. Oh, wir müssen raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. So, ihr seht schon, die Westminster ist jetzt hier alles abgesperrt. Nice, Westminster Abbey. Sollen wir hier auch hin? Ja, wahrscheinlich, ne? Da ist er! Aufschießen! Oh, oh. Okay, den haben wir, Jungs, den haben wir. Soll ich da auch mit hin? Ich komme, ich lauf mal auch mit hin. Ist das nicht so ein leichtes Nummernschild gewesen, was wir vorne hatten bei dem Truck? Auf jeden Fall so ein ähnliches. Davis Family Vacation. Also Davis Familienurlaub. Sollen wir laufen? Ja. Was machen wir denn jetzt hier? Ah, ist nicht Westminster Abbey, sondern das Big Ben, okay. Hätte man ja nicht wissen können, ne? Aber ist nicht die Westminster Abbey, das drumherum? Ach, keine Ahnung. War noch nie in London. Müsst ihr verstehen. Das ist auch so ein Truck, oder? Oh, oh. Ah, nein, das ist so ein Säurekack. Oh, nee, Alter. So ein scheiß chemischer Kampfstock. Und jetzt ganz in London, oder was? Waren ja wie viele Trucks waren es? 5 Trucks? Oh, fuck, Mann.